Eine Etage weiter oben kommt man auch langsam aber sicher in den Turniermodus. Die deutsche Fußballnationalmannschaft steigt in den Confed Cup ein und bereitet sich auf ihr Auftaktmatch gegen Australien vor. Das Team vom Bundestrainer Joachim Löw hat sich auf dem Trainingsplatz in der Nähe der deutschen Unterkunft den letzten Schliff geholt. Alle 21 waren mit dabei. Personelle Probleme gab es keine. Mit dabei natürlich und auch im Fokus Bernd Leno, der gegen Australien das Tor hüten wird. Und Bundestrainer Joachim Löw hat auch klar gemacht, dass die Ergebnisse beim Confed Cup für ihn nicht unbedingt im Vordergrund stehen. Wichtig sei die Weiterentwicklung der einzelnen Spieler, vor allen Dingen für die WM im kommenden Jahr. Unser allererstes Ziel ist, wie können wir Spieler weiterentwickeln, wie können wir ihnen helfen, besser eben nach vorne zu kommen, auf ein besseres Level zu kommen. Aber natürlich will man die Spiele auch gewinnen. Natürlich gehen wir morgen ins Spiel und wollen das gewinnen, aber das ist am Ende nicht der Maßstab von allem. Ja, also wir können mit diesem Turnier eben auch leben, wenn wir 3, 4 Spieler eben auch für nächstes Jahr so vorbereiten, dass es uns im nächsten Jahr hilft. Das ist mal das erste Ziel überhaupt. Joachim Löw hat bei der Abschlusspressekonferenz noch einmal klargestellt, Priorität Nummer 1 hat die Entwicklung der Spieler. Siege und gute Ergebnisse beim Confed Cup werden gerne mitgenommen, aber der Bundestrainer will sich langfristig seinen großen Traum erfüllen, nämlich die Verteidigung des WM-Titels im nächsten Jahr. Akribisch die Vorbereitung. Normalerweise hätte die Mannschaft im Olympiastadion hier trainieren können, aber nicht zur vorgesehenen Anstoßzeit um 18 Uhr. Das Australienspiel wird dann angepfiffen und deshalb hat der Bundestrainer genau um 18 Uhr auf dem Trainingsplatz trainiert. Die Mannschaft ist nachher mit dem Bus hierher gefahren und konnte noch ein bisschen Olympiastadionluft schnuppern, den Rasen testen. Sie sind bereit. Für Sie in Sotschi, Uli Köhler, Sky Sport News HD.